Jono, schönen guten Morgen. Ja, wir sind Karnische Alpen. Auf die Wicke. Wir haben eine Höllennacht hinter uns, wir haben am Kreuzbergpass übernachtet. Es war so krasser Wind, es war so krasser Regen, es war brutal. Wir haben zweimal umdrehen müssen mit dem Auto. Wir haben einen Allrad sogar gebraucht. Es ist aus dem Wald, aus der Bäche gekommen. Wir haben jetzt an ein Stück gesucht, wo wir nicht weggeschwappt werden. Es ist echt crazy gewesen. Und jetzt sind wir am Weg Richtung Santa Stefana und haben jetzt noch ein bisschen Wasser aufgefüllt. Das seht ihr, wunderschönes Wetter, heute klare Luft. Die kriege ich gar nicht mehr aus dem Auto raus, das verwurzelt. Und ja, bei uns geht es heute eine kleine Überschreitung ins Val Grande. Probieren wir uns einmal aus und schauen, wie das wird. Also, bleibst dabei, dann seht ihr was von Gebieten, wo nicht so viele Biker am Weg sind. Hola. Da haben sie das Wasser, kann Leute neu machen müssen. Das ist jetzt gespart für Autofahrer, weil so der Bach immer wieder kommt und alles weggerissen hat. Seht ihr da links? Sehr schade, aber sie haben sich da gut gemacht. Hoffentlich bleibt das nicht heil. Da fahren geht es ganz schön auf. Nein, aber das ist ein bisschen. Da fahren ja. Das sind alles Serpentinen auf, das sieht man jetzt nicht. Ja, auf der GoPro ist es schwer zu erkennen. Aber da in dem Bereich, überall bis da rauf, ist der ganze Berg komplett durchlöchert. Also da ist alles einbaut aus dem Zweiten Weltkrieg vom Vallo Alpino. Total crazy, vor allem die da oben, die hängen da drin und schauen aus bei Holfenstein. Echt crazy, was da gemacht worden ist. Und dadurch ist halt die Straße relativ gut erschlossen. Da gehen jetzt die Serpentinen auf. Strange. Jetzt sind wir auf die Serpentinen. Was man von unten schwer erkennen hat können. Sind echt lustig auf. Gigantisch schaut das aus. Das Schlimme ist, das kennt ihr auch ein, ich war ja schon wieder in so einem Vallo Alpino drinnen. Er hat schon wieder Vallo Alpino geschaut. Ja, Zeit liegen lassen. Ich habe jetzt so eine Alternralgruppe überholt, die wohnen schon auch schon zwischen 30 und 35. Wird das da so eingestuft? Altern ist ab 30, oder? Okay. Aber auch nicht mehr weit. Ja, auf jeden Fall, seht ihr, was das ist. Wer da die Nacht durchgekriegt hat? Es hat einfach so geringt und so auf den Arsch, ich halt gar nicht langsam. Es ist echt heftig, ja. Aber ist das alles gut gegangen? Ja. Wir haben einen ausgiebigen Bike-Service gemacht, das herrscht kein Knurren und kein Knacksen mehr. Ja, das stimmt. Das war perfekt. Ja. Also in jeder Kehre ist eine Befestigung von der Frame. Ja, genau, in jeder Kehre. Wahnsinn. Crazy. Da vorne ist ganz, ganz die alte Brücke überblieben. Ja. Dass die das überstanden hat, ist halt nur noch heftig. Wow. Du hast Bombe beieinander noch, oder? Sehr. So, jetzt sind wir auf der Bachstraße. Schau, sind cool. Es ist Freitag, heute ist der letzte Schultag, das heißt Ferienbeginn. Was ist da los? Also im Ernst? Ja. Nein. Wow. Super an euch. Teilt euch das ein bisschen auf in die Hotspots. Dann haben wir nicht überall so viele Leute, sondern überall ein bisschen. Und die Schattenregionen hier. Und gleichzeitig hat man halt den Vorteil, dass die überlaufenden Regionen ein bisschen aufatmen können. Shared Space quasi. Genau. Wow, so impulsant. Das ist immer ganz cool, weil der Martin sieht dann immer schon, da geht was, da geht was. Das kann man auch noch machen. Bei dem Berg schaue ich jetzt auch gleich. Und dann haben wir ab dem ersten Tag schon wieder 10 neue Sachen. Da treibst du einen Schwitz und die Panik so schon aus. Nein, Spaß beiseite, das ist echt sehr, sehr cool. Wenn man einen hat, der weiß, das alles macht. Ja. Danke an dieser Stelle. Seht ihr, was vor uns ist? So schön. Steig gefunden. Wir sind jetzt da rum bei den Sattel.
Und von dem Sattel geht es jetzt uns den 332er weiter. Da so durch. Und bis um vor Cella war die Gelande. Das Tal schaut da so aus. Total cool, das Büttel. Und wir fahren dann da echt und kommen eigentlich beim Auto raus. Das ist echt eine heiße Geschichte. Wie gut das geht und ob das geht, schwer zum sagen. Auf jeden Fall, coole Tour ist auch da rauf. Und den auch hinfahren. Das ist auch echt eine steile Geschichte. Es ist viel aus dem Krieg da, man sieht das. Eine Militärstraße da rauf. Das heißt, wir haben echt eine super Infrastruktur. Wenn die halbwegs gepflegt worden ist, wir nicht zu viel Windwurf haben und keine Umwetter, natürlich können wir sie, erreichen wir einen super Platz. Hoffen wir halt einmal das Beste. Ja. Bis jetzt war es super. Jetzt war es super. Man muss aber sagen, soll es jetzt gar nicht hier haben, man kann die ganze Tour retour reden. Man holt halt dann alles wieder zurück. Man hat jetzt nicht irgendein Problem, dass man nicht zurückkommt. Das weiß man schon. Das ist bei einem Explorer noch praktisch. Und auf jeden Fall packen wir sie zu, oder? Ja, genau. Passt. So, der erste Gipfel gehört ins 2000 Meter. Wir stehen da auf so einem alten Stellungsplatz, keine Ahnung, da sind alles Gräben und da sind auch so für so Flak wahrscheinlich was gewesen. Alles stark zugewachsen leider schon. Das Panorama war, es ist gut, ich habe aber keine Sorge mit, deswegen kann ich das ausschneiden. Geht halt einfach das nicht. Das kann ich wieder, oder? Col Rementera heißt der, was ich im Kopf habe. Von da geht es jetzt ein bisschen euch und dann geht es zu Inseln Forcella Val Grande um. Und dann kommt ein richtiger langer Downhill. Ja. Hoffen, dass wir jetzt auch da durchkommen und alles. Gespannt. Die Querung haben wir gesehen, geht lang an der Felswand und so. Ich habe ein Stück kein Seil mit da, wenn was wäre. Also normal, bringen wir es schön irgendwie durch. Hoffen wir das Beste. Na, los geht's. Siehe da, jetzt haben wir echt noch was gefunden. Schauen wir mal, was das so ist. Was meinst du, was ist? Schwarzen Sonnen. Vielleicht ein Munitionslager oder so? Warte, ich vermute, ein Munitionslager könnte sein. Ja. Ja. Ja, schaut sich so aus. Ja. Also es geht gar nicht durch, es ist einfach. Okay. Dass man so Proteste, dass sie trocknen ist. Blechdosen heute noch. Ja. Super. Wenigstens haben wir etwas gefunden. Ein paar Meter Aufstieg haben wir schon hinter uns und es hat sich bis jetzt auf jeden Fall ausgezahlt, weil jetzt sind wir gerade aus dem Wald heraus und sehen das. Wie schön, bitte. Wow. Im Krieg nur mehr richtig, richtig geil. Jetzt geht es für uns auf den Sattel, oder? Genau. Sattel und dann auf den Gipfel. Die berühmten drei Worte. Ich mag nicht mehr. Stimmt nicht. Okay. Da vorne aber ist es. Ich mag noch. Scheiße, geht's dazu. Da vorne ist unsere Querung drinnen. Schaut von da weit aus, ein Stückchen ist schon noch. Aber wir haben gerade lachen müssen. Weil in der Nacht, wo wir angekommen sind, es ist echt bitter gewesen. Es hat, als wo wir dann im Auto waren, es hat so geregnet. Es hat nicht geregnet, es war. Also, das habe ich selten erlebt. Das war Weltuntergang. Auf jeden Fall ist dann auch so ein Kombi gekommen. Erst drei Runden gefahren, da sind wir flatscht durch die Locken gekommen und schon gewachsen. Und dann haben die erst mal das Dachzelt aufschrauben müssen. Bei Strömen. Aber es hat voll geregnet. Also es hat nicht nur geregnet, wir haben beim Auto alles zugehabt. Wir sind gar nicht raus, wir sind einfach quer durchs Auto durch. Haben hinten in dem Auto, da muss ich gar nicht raussehen. Und haben hinten die Heckklappen aufgemacht, dass wir Luft kriegen. Auf jeden Fall haben die das Dachzelt dann noch aufgebaut, da sind wir fluchen gehört, die Italiener. Wie es zugegangen ist. Allora, questa, allora! Und die haben ganz ein eigenes Dachzeug gehabt, das war schon relativ alt, was ja auch geht, aber bei so einer Bedingung halt nicht mehr super ist, weil die haben das zwar so aufbauen müssen und haben drüber nur so ein. Was war denn das? So ein Plan. Sie haben es nicht geschafft auf gut Deutsch. Sie haben es nur zu 60% geschafft. Das ist zwar irgendwie gewesen, wenn der früher dort ausschaut, wenn sie das Auto überschlagen hätte. Ja, kleine Anekdoten, das war echt crazy. Ja. So schaut es bei uns jetzt aus. Teilweise ist der Weg echt extrem von den Unwetter kaputt geworden. Wir haben es bis jetzt mal geschafft, wir sind dann jetzt gleich bei der Querung, die was voll gut beieinander ausschaut.
Und so schaut es da aus. Also durch das, dass der Weg halt einfach angerissen ist, ist teilweise echt ausgesetzt. Es geht aber, weil Höhenangst hält sich in Grenzen. Passt nur. Wenn es nicht schlimmer wird, alles gut. So, jetzt haben wir mal schauen, dass ich nachkomme. Es ist schon relativ weit. Ja, von da sind wir gekommen. Und bam, bam, bam. Was sagst du dazu? Nichts mehr. Krass. Ja. Wow. So, die letzten paar Meter, so wie es ausschaut, gleich die Karte, waren extrem hart. Oh. Ich wollte unten schon richtig das Lob aussprechen an die, die die ganzen Latschen ausgeschnitten haben, weil der Weg war extrem gut ausgeschnitten. Das ist, hätten wir die nicht machen können. Und kam die letzten paar hundert Höhenmeter wie ein Schlag, war nichts mehr ausgeschnitten. Wir waren fast nicht mehr durchgekommen. Extrem ärgerlich. Mit den Bikes, das wisst ihr, wenn du nichts mehr anders siehst außer Latschen. Ja, da sind sie jetzt. Ja. Da sind jetzt keine Latschen mehr. Und ich freue mich schon auf unseren Gipfel. Und die Jause. Der Hunger blockt mich. Ja, ich hoffe schon. Wenn du das nicht schon zusammengegessen hast. Ich glaube, das ist unser Ziel. Wow. Juhu. Ja. Yeah. Sehr geil. Wow. Ja, dann. Jause gibt es wie immer Käse, Wurst und Brot. Riegel und Apfel. Aber bei so einer Kulisse lässt sich das gut leben. Aber da geht kein Wind. Na eben, da ist fein, weil schaut mal, wer das da gemütlich gemacht hat. Aha, geht das so, oder? Na, wir machen einen kleinen Bahnhofschwenk. Da hinten draußen geht es eigentlich Richtung Dolmezzo, Villa Santina. Da ist der Terzo, Grande Terzo, glaube ich, heißt der. Hinten drin ist schon Sapada. Facella Grande stehen wir, wie kriegt ein Selfie. Und da war der Monte Conon, der kreist eigentlich das Ganze ein. Ja, und da vorne sind die drei Zinnen. 11er Kugel, 12er, die 6er. Und ganz hinten schaut ein bisschen der Dürrenstau raus. Also echt richtig, richtig gut. Und ja, da fahren wir jetzt welche. We'll be right back.
Kontrolle. No. So, jetzt heißt es für uns langsam, der Tag nimmt sein Ende. Es ist 7:45 Uhr. Die Vicky werden uns jetzt was zum Essen zaubern. Ja, das ist unser Stellplatz für heute. Nudeln. Das weiß ich nicht. Nudeln mit Käse wahrscheinlich. Nudeln. Da haben wir echt total nettes Platz heute. Das ist ein bisschen angelegen und komplett in so Ruhe. Das passt schon. Wagen steckt gut drin. Obwohl die Rampe auf.
die hat es dann in sich bei nachgefahren, war es dann schon grenzwertig. Ja, 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 also jeder. Ja. Vielleicht vorher ein bisschen. Also bei einem Regen so Sachen eher meiden, also da nicht so exponierte Geschichten und siehst, hat man so Ruhe. Das sind jetzt Bachler, kriegen wir dann das Gesicht waschen und die Hände. Perfekt. Jetzt haben wir jetzt noch was zum Essen. Mir zwar sagen danke fürs dabei sein, war eine coole Sache. Sehr cool. Und ja, morgen geht's weiter. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, seht Kommentare jederzeit gerne. Und morgen geht's in alter Frische weiter. Scheiße, oh Gott, direkt Angst. Macht's es gut. Ciao. Vier Dinge, ciao.